Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Strange Realm of Mine. Ich bin euer Chojin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Beim letzten Mal sind wir ja nicht dem Tod entgangen. Wir sind angeblich gestorben, so wie ich das realisiere und oder interpretiere. Und haben irgendwie eine neue Realität erschaffen, eine weitere Existenzebene. Das hier wird dieser Safe Haven, diese sichere Zone sein, würde ich mal sagen. Wer bist du? Fokus? Ah, jetzt können wir auch zoomen. Das ging eben noch nicht. Jetzt können wir zoomen. Du erinnerst mich an Dawn. Hallo. Ach, das ist Ulrich. Das ist gar keine Frau. Ich dachte, das wäre eine Frau. Welcome to Tavern Limbo. I've been waiting for you to wake up. I'm Ulrich. I'm sure you have a lot of questions, and you'll get the answer soon enough. Too much information, and it will be overwhelming. Oh, dann fragen wir erstmal, wo bin ich denn hier? Hello, where am I? This place is your safe haven, a safe zone in your mind. Here nothing can hurt you, so feel free to spend as long time here as you feel is necessary. Oh, verstehe. Before you embark on your first quest for answer, let me just break the somewhat hard digestible news for you. You died. What? Wait. How did I die? Does it really matter? Whatever happened, well, happened. You can't change that. I guess. Oh, and by the way, this realm is well in your mind. Ah, das habe ich auch vermutet, natürlich. So, there are things in your life you haven't really digested yet. Things that you are afraid of, regrets, hatred towards people in your life. What I'm trying to say is, you better be prepared to meet these things head on, as they have manifested as monstrous beings in this realm. How can this be in my mind if I'm dead? The simplest way of putting it is that the mind resides outside of your body. Oh. Now of you, go on your first course. Let me open the door for you. Oh, and by the way, if you happen to find anyone who is in need of a safe place in your adventures, feel free to bring them with you. Wait, what? What course? Ah, wir werden uns sehr wahrscheinlich dann all unseren Problemen oder nicht bewältigten Problemen in unserem Leben wohl noch stellen werden. Und das sind alles Monster geworden. Mindless beings, neglected feelings, killing anyone who disagree. Fighting for survival is not enough for me. Ach ja, die Indie-Entwickler, ne? Also es ist echt cool in den letzten Jahren, was da alles an Kram rausgekommen ist. Da sei auch Steam Dank für kleine Entwicklerstudios echt ein Segen geworden, Steam. Stell dich mal vor, in unserer Kindheit vor 20, 30 oder mehr Jahren, wenn man ein Spiel auf den Markt bringen wollte, was allein das Medium gekostet hat, ob es nun eine Rohling ist, eine Diskette gewesen, eine CD oder was auch immer, oder ein Modul, allein die Herstellungskosten dafür, so extrem teuer. Und mit Steam alles total easy. Klar, die kriegen natürlich Prozente dann, Steam, wenn sie Sachen verkauft werden, aber man kann seine Sachen, seine Träume oder seine Ideen verwirklichen und das finde ich schon total klasse. Super, super. Also wer wenig Geld hat und will Spiele entwickeln, ist Steam der Hammer. Es gibt ja auch viele, die denken immer, oh Steam, 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 ganz schlimm, man hat nichts auf Ewigkeit und dergleichen. Aber naja, ne? Das ist halt so ein Ding. Ich denke, dass ich in den letzten 5 Jahren 500 Spiele auf Steam geholt habe, also ich denke aber auch so nicht, naja. Not to be a dick. But it's either Rethark Rules or Rethark Rule. No doubles. Rethark's Rules. Okay. Das sind wohl hier die Mega-Gangs. NPC? Hallo, bist du ein NPC? Ich kann alle anreden einfach mit dir. Red. Haven't seen you around here before. I'm Red. Can I help you? Wow, I need imagined I'd be talking to Red. Do you know where the exit to this place is? You see the big dog over there? That's Doggo. Right behind him is the exit. And well, he
He has refused to move from his spot ever since someone stole his favorite toy rabbit. Den muss ich wohl finden. Yeah, if you find it, Doggo claims some weird creature took it and ran towards the sewers. But the Red Hawks lock the sewers up. They have the key. About that, Red Hawks aren't exactly the friendliest of people. But I see you have a gun with you, so I assume you can take care of yourself. I'll unlock the gate for you, but don't say I didn't warn you and all that. Thanks, I'll be careful. Also macht jetzt das Teil auf, damit wir in die Kanalisation können, wo die Rattengang ist. Und die haben wohl von ihm so ein Stofftierchen oder so irgendwas in der Art gestohlen. Ja, wir können doch gar nicht herein. Die haben den Schlüssel für die Kanalisation, so war das, ne? Und deswegen müssen wir den erstmal holen. Die haben die nämlich zugemacht. Das hat sie gemeint, genau. Hey, wenn du mal Pikachu bist. Pika, Pika, Pika. Oh. Oh, da erschießt sogar. Ach du Schande. Okay, das müssen wir erstmal. Oh. Hat einen Rückstoß, die Waffe. Hatte das eben auch gehabt? Vielleicht, wenn ich in den Fokus gehe, nicht. Doch, sie fliegt trotzdem nach oben. Hä, wieso habe ich jetzt 2 Schuss gebraucht bei dem anderen 4? Können wir das aufsammeln? Das blinkt so komisch. Nein, geht leider nicht. Laden wir mal nach. Jetzt wäre Ducken natürlich perfekt. Scheint aber nicht zu gehen. Also irgendwie tut es ein Stück nach oben schießen. Wir tun mal besser auf den Hals zielen oder auf die Brust. Und ich glaube, dann treffen wir eher den Kopf. Ja, so sieht das aus. Wenn ich auf den Kopf schieße, treffe ich den Kopf nämlich gar nicht. Also wenn ich hier hinschieße, treffe ich bestimmt den Kopf, oder? Ja, so ist es. Also wir sollten eher auf die Brust schießen. Warum auch immer. So, ja, die sind fies drauf, diese Ratten. Moni, die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Official Gang Name Vote. Pirates? Wollte nur einer. God damn it, Larry. Red Thugs. Okay, da können wir mal zählen. Wir haben ein paar umgebracht schon. 5, 10, 15, 16, 17, 18 Stück sind's. Ich weiß nicht, wie viele wir schon getötet haben. Die Energie bewahren wir mal auf. Doom. Really, guys? On my front door? Doch da. Okay, scheint safe zu sein. Müssen wir merken, dass wir hinten noch eine Energie haben. Secret Hightower. What the fuck, Larry? Also dieser Larry, der ist irgendwie gegen die. Oder er ist einfach nur dumm. Das kann natürlich auch sein. Oh. Der ist am Grübeln. Das ist bestimmt Larry. Wir gehen mal hin. Er sagt bestimmt, ey, kann ich dir helfen? Ja klar, hier geht's rein. Klopf, klopf, klopf. Oh nein, doch nicht. Haha. Aber hätte ja sein können. Da er am Klopfen war oder so. Vielleicht man mit ihm sprechen hätte können. Hinten ist auch nochmal Energie. Stand da was Wichtiges? Cheese a day. Kommen wir da durch? Nein. Oh! Ups, da ist einer rausgekommen. Schade, dass die keine Muni hinterlassen.
kriegen gleich ein Munitionsproblem. Ach, Gott sei Dank. So, der ist irgendwo dahinter. Versteckt sich da der Mistkerl. Ah! Da ist noch einer. Das war fies. Vier Schuss. Wir holen uns erstmal ein bisschen Energie. Schön. Also sie macht nicht komplett voll. Gehen wir erstmal hier rüber, haben wir ein bisschen Deckung. Vielleicht da hinten auch. Okay, wir sind wieder voll. Haben etwas Muni, die brauchen wir jetzt auch dringend. 10 Schuss gefunden. Also die Bilder sind cool gemacht, ne? Das erinnert mich ein bisschen so Cthulhu, oder? Ups, schnell wieder rein. Larry has seemed a bit down lately. He knows we are just joking with him, right, Frank? Yeah, notice that too. I'll go talk to him, Lisa. Ob das noch wichtig ist, hier diese Infos, die wir in der Wand haben? Tut auf jeden Fall ein bisschen so die Welt mehr erfüllen mit Infos. Dass wir wissen, mit wem wir uns hier gerade anlegen. Jetzt bin ich verwirrt. Das ist da rechts unten mal 1 weggegangen. Kann das sein? Das wäre krass, dass das ein ganzes Magazin ist, da unten die mal 2. Würde ja bedeuten... Das wäre heftig. Also das ist schon krass gemacht. Cheese a day. Geheimtür wo aufgegangen? Die Tür. Müssen mal gucken, wo die war. Wir haben ja sowas wie eine Map leider nicht. Und ich muss mal wirklich jetzt drauf achten. Ich schieße mal runter bis zur 1, dass ich noch einen Schuss habe. Aua! Oh, was? Scheiße! Mistvieh. So, wir haben einen Schuss noch. Oh, ich habe voll viel Munition verschwendet. Das ist wirklich ein ganzes Magazin, 12 Schuss. War das eben auch so? Seltsam, ne? Genau, die Tür war das. Da geht's eine Treppe hoch. Nehmen wir erstmal die Muni hinter uns. Weitere 12 Schuss, geil. Dann sollte man ja eigentlich auch den letzten Schuss auch noch wegballern, um zu sparen. Wir müssen uns ja gar nicht so viel Sorgen machen hier, was die Muni betrifft. Das ist schon mal ganz gut. Da kommt einer. Du denn her?
Also es gibt richtig viel Muni hier, das ist schon mal cool. Bin gespannt, was es noch für Waffen gibt und wann der erste Bossgegner oder sowas kommt. Das haben sie bestimmt ins Spiel reingenommen. Soll ich den abknallen? Hallo, redest du mit mir? Okay, du greifst mich schon mal nicht an. Ich vermute, du bist Larry. Hallo. Red Thug Boss. You've caused quite a disturbance now, haven't you? So what do you want? Money, drugs, turf, revenge, cheese? Give me the key to the sewers. Sorry about the mess, but they attacked me. Wollte ich gerade sagen, ich hätte die gar nicht angegriffen. Doesn't surprise me, actually. I don't know what happened. We used to be ambitious, you know, wanting to expand, gain territories, sell more product. But after a while, we got too big, I guess. No impulse control on these youngies, you know? Have you thought of doing something else? Tu mich mal bekehren. I want to, but I just don't have the energy to. I mean, I have money, I have things, but still, I like motivation. Why do anything else? What for? Gain what? Money? Doesn't make any happier. It's a means of getting by. But getting by towards what? I just don't know anymore. That's why I sometimes envy the young. Recruits, they live on a kill or get killed kind of spirit. They have a purpose, you know. What do I have? Sorry, what did you need? I'm here to ask about the sewer key. The sewer key, sure. Take it. We used to hang out down there, but then I got infested with these weird creatures. Was macht man normalerweise im Rollenspiel? Man geht zuerst in irgendeine Kanalisation, in irgendeinen Dungeon rein und tötet Ratten. Hier ist es anders. Wir sind auf der Oberfläche, haben Ratten und die Ratten sind weg abgehauen von der Kanalisation. Das ist eigentlich ganz auch lustig gemacht, weil da irgendwelche Monster drin sind. Thanks. Yeah, wir kriegen diesen Schlüssel hier. Awesome shit. Und jetzt? Hast du ihn irgendwo? Vermute ich. Hoffe ich. Ich sehe auf jeden Fall kein Inventory. So, ist das ein Shortcut? Shortcuts, this way. Warte mal, Moment mal, haben wir da irgendwie was liegen lassen? Gibt es da noch irgendeine Hammerwaffe? Nö. Können wir dich trotzdem erschießen? Sollen wir das tun? Nein. Besser nicht. I think I'm finally seeing. I'm a gun. Rendered useless. A victim to apathy. A heartless being. I have changed, but I never show. Maybe it's time for me to go. Iha, wir haben 5 zusätzliche Magazine. Krass, 60 Schuss noch zum Nachladen. Und da hinten ist nochmal Muni. Hammer, 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 Hammer. Und wir können die jetzt aufmachen. Sehr schön. Können wir nochmal mit dir quatschen? Oh, you got the key. The sewers is right over there. Can't miss it. Muss mal schauen, was die Entwickler noch gemacht haben. Ob das der erste Titel von denen ist. Das ist ja schon... Also ich finde es sehr gut gemacht. Mir gefällt das gut. Bisschen mehr Musikuntermalung, bisschen mehr Horrorelemente. Ich hoffe, da kommt gleich noch irgendwie was. Da muss irgendwas noch passieren. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis demnächst, euer Chujin.